Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge W-Bobs. Das schnellste und aktuellste Best of Pizmeat. Jetzt gehen wir mal durch. Wolkenkratzer kann ich damit gar nicht verbinden. Man isst natürlich Sachen aus Schalen. Nein, nicht die Schale. Was für eine Schale? Schale? Und man kann natürlich theoretisch einen Apfelstrudel als Dessert servieren. Strudel? Strudel? Und man isst die Kuchen mit der Gabel. Hochzeitsstrudel? Hochzeitsschale? Ja! Peter, ich habe nie an dir gezweifelt. Nie! Flashback. Okay. Das war ein Fehler. Ja, Albrecht. Ey, bestimmt. Der Untertitel wäre, um einen kleinen Hinweis vielleicht zu geben, Verfall einer Familie. Ach, das war alles? Das war alles. Oh, ich dachte, der hätte voll den großen. Ja, ich dachte auch, der hätte voll den großen. Leg mich am Arsch schon wieder, drücken es aber auch alle. Warte. Tele 5. So hieß man Fernsehen. Tele! Ich glaube, es ist Tele. Wirklich? Nein. Nee. Wieso denke ich jetzt gerade an Peter, Alter? Oh mein Gott! Ja. Ich denke an Annemie und Big Titties, an genau kleinen nein. Mädchen. Meiner wackelt nicht so sehr und der ist größer. Wieso rufe ich Jay an? Nein, geh nicht dran. Jay, was los? Wie der Grill brennt. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Baumarkt. W. O-U-W, also W. Brammen, Otto, Uwe. Das W von Uwe. Was geht ab, Egalstittchen? Willkommen zurück zu nur ein Versuch. Heute in der Edition mit nur drei Versuchen. Okay, let's go. Okay, ja, ich weiß jetzt, wie es geht. So, was geht ab, Egalstittchen? Ich hab's leider verkackt, meinen Mikrofon-Sound aufzunehmen. Jetzt haben wir welche, aber das heißt, der vorne, der kann nicht reden. Ich kann aber reden, ja. Deswegen dachte ich mir, hey, wir haben ja drei Versuche, ich vertone die mal ganz kurz, weil ich halt ultimativen Skill gezeigt habe, ne? Aber ich weiß noch genau, wie mein erster lief. So, da probiere ich gerade aus noch so ein bisschen, wie es ist mit, Controls, ne? Und dann, easy zwei Sekunden reingeholt. Punkte? Easy drei Sekunden reingeholt. Und tot. Ultimativen Skill. Alter, das war mega smart von mir, das so zu. Ah! Alter, das war mega smart. Sterbt alle! Es ist die Welt anders. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen. Da ist sie bestimmt nicht. Bei mir im Arbeitszimmer. Okay, so. Wo denn? Hanni hat die Schere bei sich im Arbeitszimmer gefunden. Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man dann Cola biert. Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, ist ein Stör. Okay. Und die hat 7 Gramm Marihuana dabei? Alles klar, Peter. Auf der 3 habe ich eine. Leute, auf der 3 haben wir eine Knarre, Peter. Ja, guck mal, dann müssen wir die wohl erschießen. Nein. Hat keinen Waffenschein. Ist das ein Auto der Klasse D? Das weiß ich nicht, aber... Was macht die denn hier? Ey, hier liegt Beweismaterial, die ist da drauf gefahren. Was mache ich denn jetzt? Ja, erschießen. Alter, die hat voll daneben geblasen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist immer so schlecht. Ja, so funktioniert das nicht. Oh Gott. Ja, weil ich das Kennzeichen nicht drauf hatte. Ich glaube, ich habe einen Unfall in der Nähe gehört. Gott. Okay, ich guck mal kurz, ob ich einen Unfall finde. Welches Loch? Das dritte. Jen hat sich für das hintere entschieden. Ja. War das gut, Jen? Ja, das ist doch das Beste. Hallo, könnt ihr mal aufhören zu gucken? Okay, ich bin ins erste gegangen. Das dritte Loch ist das beste Fehler. Loch. Merken wir uns das. Oh mein Gott. Ach, das ist so belastend. Als erster drin. Mann, ich hätte es mit 2 machen können. Jetzt ist auch Peter richtig aufgeholt. Ja, ich habe 5 gebraucht. Ja, das ist scheiße, ich werde jetzt genau in das Loch reinrutschen. Ja, genau, das ist mir beim ersten Mal auch passiert. Wow. Kann nicht sein, dass mir das jetzt die großen Schwierigkeiten macht hier oben. Ah, ja. Alter, Jen macht's halt einfach. What the fuck? Ja, schön einmal drumherum ums Löchlein, Alter. Und bam. 6 Strokes habe ich gebraucht, um ins Loch zu kommen. Das ist belastend. Ich habe heute den Jungs Miracle Berries mitgebracht. Ihr werdet davon jeder eine Tablette bekommen.
Was? Die werdet ihr auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr nicht fangen lassen. Also die hier an der Ecke an der Straße. Miracle-Berries. Die sind auch schon so. Wenn die weg sind. Mein erster Trip, ich merke schon. Das ist kein Trip. Das ist so diese Geschmacksverlust. Kann man nachher noch Auto fahren? Ja. Kennt ihr die nicht? Nein! Kennt ihr die nicht? Alter, Pram, keine Ahnung, was das ist. Das ist drogenaffin wie du. Das ist keine Droge, Alter. Das hat man als Kind bekommen oder so in der Art und Weise. What? Ja, okay, deine Eltern. Warte mal, das hast du als Kind bekommen? Damit du besser schlafen kannst, Alter, oder so. Das ist, wenn du die gegessen hast, dann ändert doch nur die Geschmacksempfindung doch nur. Das ist so für lustig. Ey, ihr seid so Spießer. Du erst recht. Aber hier. Ja, Peter, hier. Das ist krasser. Ey, das ist das gute Niedegger. Also. Oh, shit. Ja, okay. 2.500 Punkte. Nice. Ich war dumm. Dumm, 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 dumm. 2520. Hab ich. 22. Hab ich. 24. Hab ich. 25. Hab ich auch. Nein, ich bin letzter. Ich hab 28. Ja, genau! What the fuck? Du hast 3 mehr als Jay. Ja. Als ob der 4 mehr hat. 2528. Ich hab 24. Alter, 4 Pins. Oh, Yannick. Ich muss dich mal ganz kurz benutzen. Wieder eine Mutter letzte Nacht. Ja, Bremsen ist hier wichtig bei der Strecke, sonst ist... Oh mein Gott! Ich hab bessere Bremsen gehabt als du. Okay. Déjà-vu. Oh nein, nicht da rein, Alter. Nein. Mann. Oh. Christian. Déjà-vu. Der hat mich. Ja, ich bin gut da. Ist das nicht der Song mit We are young. Da kenn ich den Textline halt nicht, ja. We are young. We are young. Bei den Olympischen Spielen in Tokio holte der Chinese Ying Yuanzhu. Wohin möchten sich Helene Fischer und Despacio-Sänger Luis Fonsi? Let's go to the mall today. Yo. Hey Rezo, sorry für die kurze Störung. Ich brauch dich mal wieder. Ich brauch dich wieder als Joker bei Wer wird Millionär für eine Musikfrage. Es kann nicht sein. Rate, wo ich gerade bin. Du bist nicht am Kacken, oder? Ich bin gerade am Kacken. Laying down smoke. Weißt du was? Ich werde das mal brennen, ich komme da nicht raus. Er hat 2 Söhne mit seiner Frau Ruth. Beide arbeiten später in seiner Firma, genau wie Madoffs Bruder Peter. Aha! Bereits seit dem Beginn seiner Karriere. Aha, da heißt jemand Peter! Verwaltet Madoff abseits seines. Und ja, jetzt sind wir alle reif für Urlaub. Ich liebe euch und manchmal zweimal. Und hier noch irgendwelche geilen Schwanzbrüche einmachen. Peng, 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 titten, geil. Bis dann, haut rein. Tschüss. So, das war's auch schon. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies nicht schon getan habt. Zudem könnt ihr euch hier ein paar weitere Videos reinziehen. Tschüss.